Kleinigkeit. Es wird jetzt eine persische Zeremonie gemacht. Bitte keine Angst, es wird nicht so lang dauern. Und das gehört nicht zu der persischen Zeremonie. Also meine Mutter muss sich nicht unbedingt hinknien dabei. Es ist bei der persischen Zeremonie sehr viele Symbole auf diesem Gedeck. Das möchte ich kurz erklären und dann wird das Ganze nicht so lange dauern. Und dann könnt ihr wirklich sofort Essen bekommen. Das ist wirklich. Ja. Wer ist müde? Und hungrig? Aber Durchstieg setzt nicht, oder? Oh ja, ja, perfekt, perfekt. Okay. Jetzt sind sie zu zweit schon da drauf. Also das gehört nicht zu der persischen Zeremonie. Sportlich elegant. Genau, sportlich elegant. Michael Kors ist auch. Entschuldigung. Also Feuer ist für Reinheit, hört ihr mich? Ist für Reinheit und Heiligkeit. Alles, was mit Früchten zu tun hat, ist ein Geschenk der Natur und ein Zeichen der Dankbarkeit. Ihr werdet dann das Hochzeitspaar sehen, wie sie sitzen und über dem Kopf ein Tuch gespannt ist und dann wird Zucker drüber reiben. Was glaubt ihr, was das ist? Es ist einfach das Süße, das Leben versüßen und die Dankbarkeit und Reinheit. Das sind so Symbole, die wir haben. Ich würde sagen, das ist es einmal und wir könnten mit der Tradition beginnen. Es wird so laufen, dass ich die Grundsätze der zarathustrischen Religion bzw. Gedankengut hier beschreibe. Und danach werden wir simultan eine Übersetzung machen und die Tradition vollführen. Im Namen Ahura Mazda, Gottheit der Liebe, Güte und Wissen, im Namen Iran, das Land unserer Ahnen. Als erstes möchte ich betonen, dass die hier vorgeführten Zeremonie keine religiösen und politischen Hintergründe hat, sondern aus der Tradition der altiranischen Kultur her entstanden ist. Die arische Grundgedanken des alten Irans, beinhalten drei wichtige Säulen. Die Reinigung, zum Beispiel Wasser, Feuer
und Erde, Freiheit der Familie in der Gesellschaft und das Eheleben. Zarathustra, Lehrer und Wegweiser der Arier, den man immer wieder auch als Prophet bezeichnet hat, der aber immer von sich behauptet hat, nur ein Mensch und ein Lehrer zu sein, sagte: Die Familie ist der wichtigste Bestandteil im Leben eines Menschen und in der Gesellschaft. Weiter sagte er: In der Familie lernt man, was Freiheit bedeutet. Daher ist es wichtig, dass Frauen und Männer in der Wahl des Partners völlige Freiheit zu lassen, weil sie es sind, die das eine ganze Leben sind, die das ganze Leben miteinander verbringen müssen und sollen und werden. So ließ er seine Töchter freie Wahl. Im alten Iran lag die Führung der Familie in der Hand der Frau. Er sagte: Wir Männer werden in den Armen unserer Mütter groß. Alles, was wir sind, sind wir durch unsere Mütter. Daher liegt der Schlüssel vom Paradies unter den Füßen der Frauen. Seit alters her waren die Iraner naturgebundene Menschen. Sie waren und sind eine Mischung aus vielen Völkern mit verschiedenen Ideen und Religionen, aber sie hatten eine Sache gemeinsam, nämlich die Familie. Die Iraner waren immer naturgebundene Menschen. Sie waren und sind jetzt auch eine Mischung aus vielen Völkern mit verschiedenen Ideen und Religionen, aber sie hatten nur eine Sache gemeinsam, nämlich die Familie. Und das hat diese große Nation bis heute zusammengehalten. Es stimmt, dass die Männer immer im Vordergrund standen. Dies diente aber eher dem Schutz der Familie, jedoch die Führung oblag der Frau. Daher lag auch das Eheleben in den Händen und mit deren Erlaubnis dürften die Töchter mit Hilfe der Väter und eigenen Willen zum Traueraltar schreiten. Das haben wir gerade gesehen. Die Mütter haben Bräutigam und Braut zum Altar geführt. Was jetzt geschieht, sind persische Sprache zuerst und danach die Übersetzung meinerseits. Darf ich bitten? Man جمشید بیگی پدر بزرگ عروس پیرو گفتار زرتشت بزرگ و بیاری اهورامزدا خداوند عشق و زندگی خرد پاکی و با یاری یکی از عزیزترین افراد خانواده که پیوسته در حال همیاری و هم به همه شتافه این مراسم را به انجام میرسند ایش جمشید ایل بیگی گروسفاتر در براد vollziehe diese Zeremonie in Anlehnung der Sagen von Zarathustra und Ahura Mazda, Gott der Liebe, Güte und Wissen. Mother Peru Guftore Zarathustra Buzor, Kemiguya Duchsaron, Apesaronro, Duchsaron, Apesaronro, der Entchobe Hansaron Chut, Azad Bogzarit. Wir befolgen die Worte Zarathustras, deren Töchter und Söhne in ihrer Wahl des Partners völlige Freiheit zu gewähren. با اجازه خانوم گابی، مادر عروس و با اجازه خانوم تراده، مادر داماد و با کمک همگی شما این مراسم را انجام می‌رسانم. Mit deinem Erlaubnis, lieber Gabi, Mutter der Braut und lieber Ramin, Vater der Braut und lieber Traude, Mutter des Bräutigams, möchten wir diese Zeremonie durchführen. Mein Name ist das Todochter Patricia, soll ich können, die bei Azadie Kamil, bei Bamil Chodat, Patricia, bei Tamam Kal, bei Esch, Entchab Nemudei, در خوشی‌ها و ناراحتی‌های زندگی در کنار او بمانید اگر چنین است جواب مرا با آری بده Ich Jamshid frage dich Patricia Hast du mit deinem freien Willen und mit reinem Herzen Patrick ausgewählt um mit ihm in guten wie in schlechten Zeiten zu leben wenn dem so ist antworte mit Ari Sie hat vorher Persisch verstanden.
از پسرم پاتریک سوال میکنم که با آزادی کامل و با میل خودت پاتریسیا را با تمام قلب عشق انتخاب نموده ای در خوشی ها و ناراحتی های زندگی در کنار او بمانی؟ اگر چنین است جواب مرا با آری بده. Also ich weiß nicht, warum der Patrick auch Ari sagen muss, wenn alles unter der Hand der Frauen ist. Aber also ich frage dich mal, ja? Ich, Jamshid, frage dich, Patrick, hast du Patricia mit deinem freien Willen und mit reinem Herzen ausgewählt, um mit ihr in guten wie in schlechten Zeiten zu leben? Wenn dem so ist, antworte bitte mit Ari. Jetzt kommen die Ringe. Patrick hat schon Probleme gehabt, das wieder runterzugeben. Jetzt gibt es wieder auf. Die rechte Hand, okay? Hiermit erkläre ich euch nun zum Mann und Frau, zum zweiten Mal. Ahura Mazda, Gott der Allmächtige, ich gebe sie nun in deine Obhut und wünsche ihm im Namen aller für die beiden ein erfülltes und schönes Leben. Es kommen jetzt ein paar traditionelle Handgriffe mit dem kleinen Finger in Honig hinein. Ich meine, wenn jemand hier Low Carb ist, ist ein bisschen ein Problem. Ja. So, mit dem kleinen Finger. So. Gefällt euch die Religion? Ja, ne? Also, es ist ein Gedankengut. Aber mir gefällt es trotzdem. So.
Ist das Weichselsaft? Nein, Wein. Wein. Also ihr gefällt schon, was Zarathustrisches Gedankengut so von sich gibt, oder? Bravo. Also ich habe jetzt gerade die Bedeutung vom Wein gehört, weil das Zucker, das Süße ist klar. Was glaubt ihr, was Wein ist? Wein war ja nicht immer Wein. Es ist ja in einer Gärung zustande gekommen. Das heißt, es ist zu einer Umwandlung gekommen. Meine Tochter wurde zur Ehefrau und die Umwandlung ist vollzogen. Ich gratuliere sehr. Eine Sache möchte ich noch losbringen. Die Wahrung der Tradition ist in heutiger Zeit sehr, sehr schwierig. Und meine Eltern versuchen eine alte Tradition, 1000 Jahre vor Christus, ist die zarathustrische Religion in Persien aktuell gewesen und dann ist das durch Islam verdrängt worden. Alles, was wir hier sehen, ist durch feine und wirklich mühevolle Arbeit wieder aus den Büchern hervorgekommen und man hat das Ganze jetzt hier für euch dargestellt. Also ein Dankeschön an meine Mutter und an meinen Vater. So. Sind wir jetzt in die Schale? Ja. Das Süße ist natürlich nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für die Gäste. Also ich würde sagen, nehmt ganz einfach eins. So. Dann wird es. Was denn? Dominik. Darf ich kurz um Aufmerksamkeit bitten? Das Brautpaar kennt ihr. Sie werden jetzt Richtung Chada gehen und bitte ganz unauffällig folgen. Ja, es ist noch eine Überraschung da. Ein Zahn in der Mitte und wer schneller unten ist, der hat gewonnen. Der ist der Chef in der Ehe. Patrick, du weißt, du musst verlieren. Das ist eine Competition. Genau, schön langsam. Andi! Ja, schau, die Patrizia. Aber sie ist schon sehr gut. Ich will sagen, ich bin der Chef.
Woanders. Die Adresse bei der Mutter ist falsch.